Bam, 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 bam. Vielleicht sollte ich mal langsam zum Zielort laufen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ja. Hä? Was heißt, wollte nicht dabei haben? Also das nehme ich jetzt, das nehme ich jetzt persönlich, Flo. Operations, hier waren wir schon drin. Ja, ist ja. Waren wir wirklich schon drin? Warum waren wir hier nicht drin? Aber hier waren wir schon drin. Warum habe ich das Ding nicht aufgemacht? Mann, 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 Mann. Protection Service? Hier waren wir nicht drin. Nö. So, ich spare mir jetzt den Computer. Nee, der Bot, das ist, ja, welcher Bot macht denn das? Ach so, das ist hier If This Then That, was dann nachher diese Geschichte macht. Und wenn der einfach mal freidreht, dann, weil er der Meinung ist, ich bin jetzt gerade online gegangen und das macht er halt nur, weil dieser Bot eben halt mitkriegt, oh, ne, da ist gerade ein Stream am Laufen. So, darf ich das jetzt hochladen hier, oder? Aktiviere Ja, das liegt an If This Then That. Ich muss mal gucken, wenn das jetzt hier so nach und nach mit diesen anderen Bots hier klappt, ob das jetzt Stream Elements ist oder Streamlabs, muss ich mal schauen, dass ich den dann nachher verknüpfe, dass der dann einfach raustwittert. Ich glaube, das ist der einfachste Weg dann. Das ist gut. Das ist gut. Oh, es sollte vielleicht Holz dann. Darf ich hier sein? Ja, ne? Darf ich hier sein? Terroristischen Aktes beteiligt. Nach der Abfertigung werden sie einer medizinischen Untersuchung. Kann ich sie rauslassen? Nee. Die haben hier echt alle gefangen genommen, ja? Okay, wir gehen mal nach oben. Hallo? Wenn sich... Da kommt jetzt einer. Hey Ford, willkommen in Block B. Sie werden Zugang zum Computer im Turm brauchen. Der Benutzername lautet Dead Silo B. Passwort ist Blind Eye oder Blind Eye. Die Sicherheitscodes für das Terminal kriegen Sie von den Jungs im Team. Die werden nämlich nach jeder Schicht geändert. Was ist das? Ist das eine Twitch-Trinkdose oder was ist das? Das ist so klein. Ich kann es nicht erkennen. Leider. Keitner, Jensen. Ich bin in Ihrem Internierungslager und füttere jetzt den Sicherheitscomputer. Verstanden. Irgendwelche Probleme? Negativ. Allerdings hatte ich nach Ihrer Beschreibung etwas anderes erwartet. Ja, okay. Darüber reden wir später. Jetzt müssen Sie erstmal in den Befragungstrakt und rausfinden, was Burke versteckt. Melden Sie sich, wenn Sie es wissen. Keitner out. Okay. Okay, das ist zu hart. Hier haben wir... Achso, muss ich ja tippen. Moment. Blind Eye. Ja. Achtung an alle dringend. Lesen Sie das folgende gründlich. Das kommt direkt von oben. Sie wollen nicht, dass Burke an Ihnen ein Exempel statuiert. Das können Sie mir glauben. Ich habe bereits vor der Verwendung bestimmter Zellen zu Unterhaltungszwecken gewarnt. Diese Liebesnester werden vor der nächsten Inspektion gereinigt und gebrauchsfertig gemacht. Sonst übergebe ich sie persönlich dem Commander, Major Barbs.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass mancher sich bestimmte Freiheit mit den unprivilegierten Kriegsteilnehmern in unserem Obhut nimmt, vor allem mit den weiblichen Gefangenen. Das hört sofort auf. Ich muss Sie nicht daran erinnern, was wir hier vorhaben oder wie heikel die getroffenen Maßnahmen sind. Die Ausfallrate ist hoch und alle möglichen Faktoren dieser Ausfälle müssen berücksichtigt werden. Es steht zu viel auf dem Spiel, um ein Scheitern zu riskieren, nur weil angeblich disziplinierte Soldaten nicht imstande sind, ihren Geschlechtstrieb zu beherrschen. Der Zellenblock ist kein Vergnügungspark. Ich gebe Ihnen den Befehl, das den Männern unmissverständlich klarzumachen. Sollte es weitere Vorfälle dieser Art geben, werde ich an dem Verursacher ein Exempel statuieren. Gefangenentransport. Anscheinend hat es auf einem der Schiffe einen Vorfall gegeben. Wir haben noch keine Details über das Entladen, aber das Verladen verzögert sich dadurch. Sollen sich die Eingriffstrupps damit herumschlagen? Bleiben Sie bis auf Weiteres bei Delta Zero. Wir haben Transfers zu Ranch von den Silos C und A. Sorgen Sie dafür, dass dann alles reibungslos läuft. Burke ist auf dem Kriegsfahrt. Sergeant Hans. Okay. Was haben wir hier? Wartung von Silo B. Hören Sie, Kumpel, das muss ich mir nicht anhören. Wir sind auf der Basis mit dem Ozean. Was wissen Sie, was Salzwasser mit Stahl und Beton macht? Bei mir stapeln sich kniehoch die Reparaturanweisungen, also können Sie mir gestohlen bleiben. Und drohen Sie mir nicht mit Burke. Es gibt auf dieser Basis eine Befehlskette. Meine Befehle kommen von Lieutenant Commander Keitner. Schicken Sie eine beschissene Arbeitsanweisung. Lieutenant Ken Wam. Okay. Aber keine richtigen interessanten Infos, ne? Ja, ich wäre auch vorsichtig, das zu trinken. Wenn ich ehrlich bin. Ist so lila. Also nicht, dass es... Oh. Oh, okay. Ist das so geplant? Ja, das ist so geplant. Oder? Oh. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und warum? Achso, jetzt sind wir ganz unten. Hä? Wo ist das Ziel? Wir müssen nach oben kommen. Ach so. Ja, Bild hat den rausgeschmissen. Nee, von seinen Aufgaben entbunden. Oh, da stehen jetzt zwei. Aber der nachkommt, ist auch nicht besser. Ich glaube, das Hauptproblem ist... nee, da kommen wir her. Hauptproblem ist, glaube ich, der Döpfner im Hintergrund. So, wir müssen nach oben. Wo kommen wir denn laut Karte nach oben? Lass mich mal schauen. Hier drüben auf der gegenüberliegenden Seite wieder. Ja, es sind neue Informationen veröffentlicht worden. Da hat ein Rechercheteam hat noch einiges rausgegraben, natürlich auch aus Internas, ja, versteht sie von selbst. Das wollte aber, ich weiß gar nicht, wer Ippelt, wie auch immer, das, wollte das nicht veröffentlichen und letztendlich hat es jetzt die New York Times veröffentlicht. Und das mit einem riesen Karacho. Und Springer ist jetzt natürlich ganz geknickt. Sie werden sich rechtliche Schritte vorbehalten, weil ja Internas jetzt an die Presse geraten sind. Ne? Das geht ja gar nicht. Also wenn Internas, dann nur, dass Springer selber diese veröffentlicht von anderen. Aber wenn man Internas von Springer veröffentlicht, das geht gar nicht. Da muss man... Ne? Ach du Scheiße. Schicken Sie mich nicht zu den Ärzten. Jetzt ist die Frage, fährt der Bot jetzt hier mal lang? Oh. Okay. Ja. Bild bzw. Spiegel beschwert sich darüber, dass halt investigative Veröffentlichungen da sind und sie wollen rechtlich dagegen vorgehen. Das ist schon... ist ein kleines Bonbon. Ich habe nicht aufgepasst.
Das sieht mich hier nicht, ne? Sieht er mich hier? Nee, ne? Ja, ja, seine Arbeit wurde gelobt, weil er hat ja so gute Arbeit mit Bild TV und so weiter geleistet. Wobei man dazu sagen muss, dass Bild TV, ja, so ein klitzekleines Problem hat. Ach, die Treppe ist, nee, wir müssen auf die andere Seite zur Treppe, ne? Oder? Ist das eine Richtung? Ja, wir kommen von unten, wir müssen auf die andere Seite. Huch! Scheiß drauf. Nee, also, wer der Meinung ist, da ändert sich was, nur weil man jetzt den Reichelt rausgeschmissen hat. Nee, Spiegel ist nicht Axel Springer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, der eine ist jetzt wiederbelebt worden von unten, ne? Machen wir nicht. Oh Gott, das muss aus hier. Genau, sie haben ihn nur für die Aufgaben freigestellt. Und haben einen anderen hingesetzt, der aber auch durch die Döpfnerschule gegangen ist. Bei Welt. Es ist, und dann ist ja sowieso immer noch, jetzt ist es ein Dreier-Kopf-Team, glaube ich, ne? Und jetzt ist es trotzdem noch Strunz, ja. Was soll da passieren? Gar nichts. Sag mal, geht der Alarm auch mal weg hier? Mich sieht doch gar keiner. Oh, jetzt ist der Flo geblockt worden. Warum das denn? Warum ist der Flo geblockt worden? Warte mal, 30 Sekunden. Was hast du denn getan? Ey, das ist ja schlimm hier mit dem Bot. Da musst du mir ja extra... Oh, wahrscheinlich zu viele Emotes gemacht, wa? Was ist denn da? Maximum 15. Mhm. Nee, da ist auch noch Symbol Protection. Keine Ahnung. Was hat der, hat was über Spiegel geschrieben, ja, aber was genau? Ich schalte ihn ab jetzt hier, warte mal. Oder hat er einen Caps Lock geschrieben, ich weiß es nicht. Aber Emote Protection wäre ganz sinnvoll für den einen oder anderen, So, jetzt habe ich es abgeschalten. Ja, da ist eine Symbol Protection ist auch drinne. So, warum ist das hier noch aktiv hier? Kriegen wir die kaputt? Ich kann das nur anhand der Sperrzeit gucken. Und da stand eben halt 15 Sekunden als Timeout. Und da war einmal Link, einmal Dings, Emote Protection, die 30 Sekunden. Und dann gibt es noch eine Symbol Protection. Und zwar, wenn zu viele Symbols hintereinander sind. Was auch immer das ist, removes messages containing excessive amounts of symbols. Ja, möglicherweise. So kriecht das Ding hier. Na toll. Wer hat jetzt reagiert hier? Ist hier eine Kamera? Nö. Okay, hat automatisch gesprochen. Siehst du, automatisch? Vielleicht sollten wir mal händisch. So. Jetzt wenn das jetzt postet, müsste es durchgehen. Ich muss mir das später nochmal genauer angucken. Aber man hat ja nicht so viel Zeit. Oh, wir können wieder durch hier. Aktiviere Sicherheitsscan. Biometrische Daten erfasst.
erkannt. Zugriff gewährt. Danke. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wo müssen wir hin? In der Höhle des Löwen. Den Befragungsakt, Trakt untersuchen. Okay. Ach so. Eine Etage unter uns sind die Befragungen. Befragungsprotokoll. Patientin wurde sediert und in den Zellentrakt zurückverlegt. Laut Anamnesebericht ist sie perfekt für die Inklusion geeignet. Auch alle biologischen Indikatoren liegen innerhalb der erforderlichen Parameter. Empfehle Vorbereitung für Stufe 1 Therapie und anschließenden. Hast du das gesehen? Hast du gesehen, was auf dieser Smartdisk ist? Er ist verrückt geworden! Tiffany, beruhige dich. Wovon redest du? Von wem hast du die? Ich habe sie in unserer letzten Materiallieferung gefunden. Eine der Kisten war manipuliert worden. Offensichtlich. Jemand hat sie mir geschickt. Uns. Um uns vor Commander Burke zu warnen. Klingt etwas weit hergeholt, findest du nicht? Ich weiß, ihr mögt euch nicht, aber Bob hat mir versichert, dass der Commander auf unserer Seite ist. Wirklich? Mr. Page ist einverstanden, dass wir Menschen als Testsubjekte benutzen? Was hält er davon, dass Bell Tower die OCM für militärische Zwecke einsetzt? Und was ist mit diesem Hydra-Projekt? Tiffany, beruhige dich. Ich weiß alles über das Hydra-Projekt. Das ist nichts Schlimmes. Nur ein Mittel, das Soldaten auf dem Feld eine effektivere Kommunikation ermöglicht. Du hast Burkes Augmentierung gesehen. Sie hat nichts mit der OCM zu tun. Denkst du etwa, er ist von dieser Technologie so besessen, weil er Umweltschützer ist? Gary, ich weiß, dass dich das auch beunruhigt. Diese armen Frauen. Wir müssen damit aufhören. Wir können nicht einfach weitermachen und Männern wie Burke das Kommando überlassen. Diesen Fehler hat die Wissenschaft schon einmal gemacht. Ich weiß. Also gut, okay. Gehen wir runter und kontaktieren wir Bob. Hören wir uns seine Meinung an. Er ist fasziniert von den Möglichkeiten der Nanotechnologie. Er ist von unseren Resultaten mit mechanischen Schnittstellen sicher enttäuscht. Okay, interessant. Endlich mal ein richtig interessanter Einblick. Ich habe den Bot bis auf die Emote Protection habe ich alles deaktiviert. Es sollte jetzt also anders laufen. Der Großteil der Medien sind zentral, ja. Also es gibt relativ wenige, die als Medienverlage und Publizisten relativ unabhängig sind. Also es gibt ein paar, die Genossenschaften sind, was ich als sehr reizvoll erachte, weil ich glaube, da geht es auch eher darum, nicht Kapitalerträge zu erwirtschaften, sondern darum, dass wirklich auch Nachrichten und Informationen publiziert werden und die Leute ein Auskommen haben. Genau, bei wem ist es offensichtlich? Das sieht man, also bei der Bild ist es offensichtlich und damit ist es auch ersichtlich, bei wem, ne? Oh. Tut mir leid. Ich sage nichts, versprochen. Tun Sie mir nur nicht mehr weh. Ganz ruhig. Ich tue Ihnen nichts. Sie gehören nicht zu den Wissenschaftlern? Bitte, Sie müssen mich hier rausholen. Tun Sie was, bevor Sie wiederkommen. Ich will nicht verschwinden wie all die anderen. Warten Sie. Sie sagten, die kommen zurück? Wer? Burke? Steckt er dahinter? Ich weiß es nicht. Er kommt immer wieder mal vorbei. Ich weiß, dass er hier das Sagen hat, aber er interessiert sich kaum für uns, bis auf ein paar Tests und Befragungen.
Den Rest überlässt er den Ärzten oder Wissenschaftlern. Was auch immer. Diese Wissenschaftler. Ist einer von ihnen eine Frau? Megan Reed? Ich weiß nicht. Da ist eine Frau, aber ihr Name ist Kavanagh, nicht Reed. Ein Wachmann hat sie so genannt. Sie ist anders, als gefiele es ihr nicht, was sie uns antun. Ich habe das Gefühl, sie wird dazu gezwungen. Die anderen behandeln uns wie Tiere. Es ist schrecklich. Ich will nach Hause. Schaut euch mal das Browser-Ballett dazu an. Heute, also oft, wer Twitter hat, einfach, ich glaube, ich habe es retweetet auf meinem Konto, ist so ein 3-minütiger Film, der ist wirklich klasse und zeigt genau das, was ich denke und vermute, wie es bei der Bild-Zeitung losgeht. Ja, von wegen mit dem, dass die Menschen den Scheiß glauben, weil es eben halt genau getriggert wird. Ich helfe ihnen, aber sie müssen still sein. Und was meinten sie mit wie die anderen verschwinden. Was geht hier vor? Ich weiß nicht viel. Nur ein paar Gerüchte und so. Und ich weiß, was sie mir angetan haben. Biopsien, Blut- und Gewebeproben. Als wäre ich eine Laborratte. Sind sie deswegen hier? Separiert von den anderen? Wir studieren und untersuchen sie uns. Um zu sehen, ob wir kompatibel und so sind. Ich weiß nicht, was sie von uns wollen. Manchmal schicken sie uns zurück. Und wenn nicht? Die anderen denken, sie lassen sie laufen. Aber ich denke, sie werden verlegt. In eine andere Anlage vielleicht. Oder hier irgendwohin. Warum? Wie kommen sie darauf? Wegen der Art, wie sie reden, wenn sie hier sind. Als würden sie nach einer perfekten Genentsprechung suchen. Ich bin kein Arzt. Ich verstehe das nicht. Ich will nur, dass sie mich nicht mehr anfassen. Der Punkt ist mit der eigenen Meinung bilden. Man legt zu viel Wert bei der Bild auf einer Meinungsbildung. Auch wenn es um Fakten geht, möchte man die Meinung eher dementsprechend eben halt als Priorität setzen. Denn ein Gefühl, eine Meinung ist ja nicht zwingend faktisch durchsetzt, ne? Sondern eine Meinung ist halt, wie ich das gerade sehe, emotionsbehaftet mit allem drum und dran. Und eine Meinung kann man lenken. Fakten kannst du nicht lenken. Du kannst nicht lenken, ein anderes Bild der Schwerkraft. Ja, also ist ein bisschen doof ausgedrückt, aber ich denke mal, man weiß, was ich meine. Aber eine Meinung kannst du sehr wohl lenken. Und das ist ja auch Scheiß auf ganzen Corona-Maßnahmen. Also habe ich jetzt nicht gesagt, das ist jetzt ein Gänsefüßchen, ne? Ich meine, das ist, man kann es anders machen, beziehungsweise ich meine, das ist alles nur gesteuert. Oh, und man will uns hier kontrollieren in Deutschland, weltweit. Und deswegen nur die Merkel will, dass hier alles kaputt geht und die Wirtschaft kaputt geht. Ne? Und das wollen die in China genauso und das wollen die in Japan und weiß der Geier was. Weil wegen neuer Weltordnung. Das meine ich mit Meinung. Das ist nichts Faktisches, es gibt nichts Belegbares, sondern es ist einfach Gefühl, was eben halt auch noch zusätzlich gesteuert wird. Wegen der Auflage, wegen der Klicks oder eben halt der Masse, die man damit dann erreicht. Und das hat die Bild leider eben halt sehr stark umsetzen können bisher. Ja, man kann zwar die Umgebung manipulieren, dass ein Fakt rauskommt, ein bestimmter, aber wenn du mehrere Wissenschaftler hast, wie zum Beispiel eben halt Umwelt- oder Klimawissenschaftler, du kannst zwar 2, 3, 4, 7 können zwar vielleicht die Umgebungsparameter so setzen, dass das richtige Ergebnis rauskommt, was man haben möchte, aber eben halt nicht alle Tausenden, Zigtausenden, Abertausenden, das funktioniert halt nicht. Da geht es nicht um Meinung, sondern da muss halt ein Thesenpapier, es muss begründet werden mit allem drum und dran. Da gibt es ein Paper, da gibt es nichts groß zu rütteln. Da steht nicht drin, meiner Meinung nach ist das so und so, sondern aus A resultiert B. Ja, und das ist aber eben halt schlecht für die Bild-Zeitung zum Beispiel, dass aus A B resultiert.
schon gut. Wie heißen Sie? Nina. Nina Sullivan. Ich weiß nicht, warum die mich festhalten. Sie haben mich einfach verhaftet. Ich wusste, Kapstadt ist gefährlich, aber ich dachte bei all der Security... Kapstadt? Südafrika? Da sind wir doch, oder? Die haben mich unter Drogen gesetzt. Ich habe in Kapstadt Urlaub gemacht. Ende der Sommerferien. Ich wollte vor dem Beginn des letzten Schuljahres im Herbst noch was erleben. Meine Eltern machen sich bestimmt Sorgen. Dann sind Sie wohl keine Terroristin. Nein, ich habe noch nie was verbrochen. Ich habe noch nie gegen irgendwas demonstriert. Noch nie. Genau wie die anderen Mädchen hier. Bei den Männern weiß ich's nicht. Aber können Sie mich hier nicht rausholen? Ich weiß, das klingt grausam. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht helfen. Sie lassen mich hier? Das können Sie nicht tun. Sie wissen ja nicht, was das heißt. Bitte. Ich kann Sie im Moment nicht rauslassen. Das würde nur die Wachen alarmieren. Vertrauen Sie mir. Sobald ich kann, hole ich Sie. Aber bis dahin bleiben Sie ruhig. Ich alarmiere Sie auch so. Burke und die beiden Ärzte sind gerade zur Leichenhalle. Ich werde Sie verraten. Also, lassen Sie mich raus oder ich schreie. Und was dann? Denken Sie, die lassen Sie laufen? Ich bin Ihre einzige Chance. Aber nur, wenn Sie Geduld haben. Bitte. Gehen Sie nicht. Na toll.